Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Die Schule beginnt wieder, das heißt, die Videos werden wieder deutlich früher kommen, weil ich nun mal früher jetzt aufstehen muss. Trotzdem werden natürlich täglich Shop-Videos kommen. Und wir haben heute den Bunny Moon Skin wieder drin, war auch schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop. Ich glaube auch das letzte Mal entweder zu Ostern oder zu Halloween oder zu Weihnachten. Oder eine der drei Zeiten war da drin. Ich glaube, das während des ganzen Sommers war nicht einmal drin im Shop. Finde ich auf jeden Fall krass, dass zurzeit wirklich richtig viele seltene Skins reinkommen, die seit Ewigkeit nicht mehr drin waren. Der Skin an sich ist ganz nice auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Finsterbomber, war auch schon ziemlich lange nicht mehr im Shop drin. Ist auf jeden Fall nice. Der Skin hat hier coole Effekte. Auch noch ein Backpack hinten dran. Und dann die Dornross Spitzhacke sieht richtig cool aus und vor allem das Horn hier, glaube ich, leuchtet mit der Zeit immer mehr auf. Also umso öfter, glaube ich, man schlägt. Steht ja nicht genau, was, wie das reaktiv wird. Aber ich glaube, immer das Horn wird immer stärker rötlich oder wenn man länger überlebt, irgendwie so in die Richtung etwas. Dann gibt es noch dazu Glyphe der Dunkelheit. Ist ein grüner Gleiter. Ist ja im Prinzip die dunkle Seltenheit. Allerdings gibt es ja unterschiedliche der Preise noch dort und das ist eben halt im Preis von einem grünen Gleiter und für den grünen Gleiter finde ich den auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier den Sakria-Skin, hatten die Flügelchen sehen nice aus, das Skin an sich gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dann gibt es die himmlische Lackierung dazu, ich finde der animierte Effekt ist etwas zu schwach, hätte etwas besser sein können. Allerdings sieht die Lackierung mit dem Goldweißen schon ziemlich nice aus. Dann gibt es dazu noch die Tugend-Spitzhacke. Sieht auch relativ nice aus. Den Markor, im Prinzip das Gegenteil, ein männlicher Teufel. Die Flügel hinten sehen ziemlich nice aus. Seine Skin ist immer schon ziemlich besonders, weil die ganze Haut im Prinzip auch so mit irgendwelchen Steinen übersät ist oder so. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. Und dazu gibt es dann auch noch eine Spitzhacke und zwar Blizzard Dick. Sieht auch nice aus. Hinten vor allem mit diesem Feuerschweif. Und das war es dann auch schon mit dem Set. Dann gibt es noch die Schattenagentin. Hat zwei verschiedene Seeder. Einmal weiß und einmal schwarz. Hinten das Backpack hat ebenfalls eine weiße und eine schwarze Version. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Das Skin kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch die Dominatoren, war auch schon Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr im Shop drin. Ist im Prinzip fast wie ein No-Skin, beziehungsweise wie die alten No-Skins. Nichts wirklich Besonderes. Dann gibt es noch Punktetafel, ist immer zufällig eine Zahl zwischen 0 und 10, soweit ich weiß. Ja, ich dachte gerade schon, ich würde nur 0 und 1 anzeigen, allerdings war das ein super viel Glück, dass da nichts anderes angezeigt wird. Aber wie ihr seht, das ist kompletter Zufall, das heißt, dort kann man auch so Sachen ausdosen mit Zahlen, die ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung dafür. Dann haben wir noch Wackeln, 500 V-Bucks auch noch in Ordnung. Dann Daumen runter, davon gibt es auch die Gegenteilversion natürlich mit Daumen hoch. Ja, Zahlen V-Bucks auch wieder ist in Ordnung. Dann gibt es noch die Magma-Lackierung für 700 V-Bucks. Sieht schon ziemlich nice aus, wenn man sich mal hier den Effekt anguckt. Wobei ich den Waffenskin mittlerweile nicht mehr ganz so cool finde wie früher. Weil er früher so eine der einzigsten animierten Lackierungen war. Jetzt ist sie immer nicht mehr ganz so etwas Besonderes. Aber trotzdem immer noch eine nice Lackierung. Das war's in dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.